Wir wollen gar nicht jetzt hier groß Hyopai, sondern direkt zum nächsten Game. Und das ist wieder eine Demo und heißt Gripper. Nicht Dripper, Gripper. Das sah sehr stylisch aus. Ups. Und das hat in dem Augenblick schon gereicht, dass ich da mal reinschauen möchte. Und das tun wir jetzt. Unglaublich. Gripper. Let's go. Photosensitivity Warning. Ihr habt den Hinweis. Use headphones and a controller for better experience. Got it. Ja. Sagen wir so, ich kill einen aktuellen Extreme Boss und der kann mit geringer Drop-Chance einen Mount droppen und das farm ich aktuell, weil will haben mit Collector in dem Spiel. Das kann ich verstehen. Oh, Framerate von der Cam. Was ist denn da los? Es geht mit dem Game ab. Moment mal gerade. Wait. Gripper. Yeah, it's gripping my graphics cards to death. Display. Good, now it should maybe work better? Nicht wirklich. Oh, Framerate Unlimited ist immer scheiße. Nö. Ich wünsche einen wunderschönen Stream und einen wunderschönen Sonntag. Auch ein Mordi muss mal schlafen gehen. Tut es! Ich wünsche eine wunderbare Nacht und süße Träume. Nochmal vielen lieben Dank für den Raid. Vielen lieben Dank, dass du deine Menschen vorbeischickst. Nochmal ganz viel Erfolg weiterhin beim Raiden, beim Grinden und beim Raiden. Also, nee, du hast mir gesagt, du machst es dann alleine, oder? Du killst es. Du killst den aktuellen Extreme Boss. Und der hat eine. Aber wahrscheinlich trotzdem mit anderen Leuten. Also beim. Ich sage jetzt einfach, du raidest und hast ganz viel Erfolg dabei, hoffentlich beim nächsten Mal. Und dass du das nächste Mal mehr als 31 würfelst. Gib dir mal Mühe beim Würfeln, bitte. Das Game ist ein bisschen laut, ne? Merke ich gerade. Und 50 Mal! Holy moly. Ja, dann die 51, die wird's. Ich sag's dir. Kann ich das da drauf stecken? Dann hält es da. Ist das eine Option? Geht es? Das haben wir schon für die heute. Okay. Wir haben wieder Mike. Irgendwas ist da nicht happy an der Konstellation. Hi, da bin ich wieder.
parents. You have 364 unread messages for 1 year. Last letter. Mom. None. Sonny, I'm so worried. Dad doesn't show it, but he's also going nuts. I am begging you. Think again and come back home. Happy birthday. Okay. Non, my sweet... Heißen wir Non? My sweet boy, where are you? Alive, safe, healthy, please come back. Or at least write. Happy birthday, Mom. Und vor 3 Jahren. Nee, wir haben schon 3 Jahre an Nachrichten bekommen. Dad, Non, enough is enough. Think about your mother. It hurts just to look at her. Come home right away. Happy birthday. Okay, Dad. Hast mich überzeugt. Oh. None. So many years have passed. You are probably quite grown up. A young, handsome man. Dad threw himself into a new project. I am helping him. Doing what I can. It's easier this way. A little. Happy birthday. The last letter. 4.403 für 6 Jahre. None, my dear boy, never ever, under no circumstances, come back home, Mom. The contact is no longer available, but the point of departure is damaged. Whoa, Mom! Okay, dann kommen wir nicht nach Hause. Sehr gut. Ist so typisch, ne? Unsere Mom schreibt uns für Jahre, bitte komm zurück nach Hause. Tun wir nicht. Die schreibt, komm ja nicht nach Hause. Und wir so, okay, bin gleich da, kein Problem. Yo! Damn. What happened to my world? Damn! Weiß nicht, ist ein Röhren draus geworden. Hand? Hand Showdown. Da ist er. Damn! Stylisch wie Sau. Das ist doch hier. Spielen wir schon? Hold Beat. Ne, tun wir nicht. Okay. Das war doch der Boss aus Lilith Wars. Oh. Okay. Ich habe mit dem Quicktime-Event nicht gerechnet. Oh Gott. Ah, so geht das. Weiß noch nicht, was ich da gerade ganz sehe, aber es hat ein bisschen den Vibe von Thumper mit Story, was ihr Thumper kennt. Sehr gutes Game, Rhythm Game, reines, aber sehr nice. Okay. Not! Ganz Thumper. Thumper ist gut, ne? Lab, and who are you? My name is Zero, and from now on, I am the owner. Moment, ein bisschen lauter machen. Here, get out. No way. What happened to my parents? And where are they? Same place where you'll be soon. Oh. Oh. Ja. Oh, oh.
Ich habe nicht ganz verstanden, was ich hätte tun sollen. Okay, Ripparm. Ach, das war ein krasser Artstil. Aber es passiert gerade sehr viel auf einmal. Ich kann nur nicht ganz folgen. Game over? War das ein Kampf, den wir verlieren mussten? Aber oder? Knock, knock. Anybody home? Wahrscheinlich, ne? Hi! Wake up, handsome. Time to get up. Okay. Hi, könnt ihr aus meinem Gesicht bitte raus? Cat Kid, is that you? Klar, es ist Cat. Was? Sieht man doch, oder? Wow, after all these years, you still remember my name? Of course, I gave it to you. Cat Kid, consumable autonomous toy. Autonomous ist das Wort. A tool, actually. It hurts. I thought the T-shirt's for Terminator. Anyway, I've patched you up nicely. It is time to fly again. Damn. What have you done to me? I'm half machine. A fighting machine. Don't you know? Don't you want to help your parents? They are alive. Do you know how to save them? Well, I saved you. Okay. Let's cut the crap. Go fight! Ja. Okay, wir können Dinge upgraden. Need a heart to continue upgrading. Okay. Choose the ammunition slot. Good. Unlock something useful. Landmine health pack gives additional health packs to the player. Können wir nicht. Ah, doch. Install it. Let's go and test your new abilities out. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Ich drücke einfach Dinge. Okay. You are ready for the first guardian. Yes. Jump into the portal. Where? Da vielleicht? Garage Portal. Let's go. Shock Tunnel. The Shock Trooper. Okay. Be careful. You might find lots of nasty surprises inside. Oh, wir haben einfach so ein Herz, was aus unserer Brust pocht, wo Kabel rausführt. Wir hinterfragen das gar nicht, ne? Das ist so. Hab ich ja wohl. Okay, es ist so storytechnisch sehr viel auf einmal passiert. Aber das Gameplay finde ich echt interessant. Oh, das war anders geplant. Ja, es ist in der Tat einfach Thumper mit Story so ein bisschen. Und weniger Rhythm. Aber die Musik ist gut. Ich bin großer Fan von Musik. Themed Videospielen. Das war zu früh. Okay. Vielleicht nicht unbedingt. Falsch. Vielleicht nicht unbedingt mit Quicktime-Events zugeballert. Weil da hast du meistens dann relativ wenig. Weiß nicht. Einfach Bezug zwischen dem, was du drücken sollst und dem, was im Spiel passiert. Ja, du kannst quasi gar nicht wissen, was du tun sollst, ohne auf den Prompt zu gucken. Okay. Uff. Okay. Und ich bin auch einfach, glaube ich, gerade gestorben, weil ich wieder Dinge verkackt habe. Muss auch wirklich bei denen muss einfach auf die Wand zufahren und dann hoffen, dass er einfach die weggeht oder wie?
So, und da muss jetzt schon das durchsliden. Okay, soweit so gut. Ich hab noch 2 AP. Wie soll es... Okay. So, da einfach drauf zufahren. Dann nicht. Okay. Ich kann nicht mehr wirklich reden, weil ich mich so auf alles konzentrieren muss, was passiert. So ein paar Checkpoints zwischendurch wären echt nice. Okay, das ist jetzt R-Trigger. Got it. L-Trigger. Got it. Soweit so gut. So. Wo muss ich jetzt langfahren, damit ich nicht sterbe? Da lang. Cool. Konnte ich gut ausweichen. Viele Optionen. Ich hasse dich, Videospiel. Like, what the fuck? Wie fair ist das? Wenn ich das Level auswendig lernen muss, um es einmal durchspielen zu können. Fick dich. Okay. Und Slides. Okay, 3 AP. Wie überlebe ich das? Wow. Wie zur Hölle? Checkpoint, bitte. Lisa! So, wow. Sag mal, du. Geh dir den Mund mit Seife auswaschen. Hi, Lisa, wie geht's dir? Selber heißes Stück, ey. You're too beastly for a kid's toy. If I were, I would say, rip out his guts, gouge out his eyes, spit in his skull. But I say, rip out Shock's heart. It will help destroy Zero. Good luck. Hey, where are you going? Sorry, if Zero tracks me down, bye-bye to old Catkin. Okay. Lighthouse? Where did that come from? What's it doing in the middle of the desert? There used to be an ocean here. Zero's remaking your world for himself. Look for the heart. Okay. Und jetzt gibt's halt diese normalen Top-Down Bereiche im Spiel. Wo man aber, kann ich schießen irgendwie? Ich kann sliden, das habe ich. Ne? So, und damit mache ich auch Schaden, glaube ich. Okay. Seife hilft da nicht mehr. Found it. Ist es so? Ist es schon so weit? Nun, use some creativity. You're at the bottom of the ocean. They dumped tons of dangerous stuff here a while back. Oh, warte. Oh, shoot a hook? Wait. Oh. Moment, ganz kurz. So. Hey, hab ich doch gemacht. Ne? Yeah, press R2. Oh, ich muss echt nicht dicht dran stehen. Okay. Ah, so ein bisschen. Ah! Ah! Ich will das Spiel lieben. Aber ich weiß meistens nicht wirklich, was das Spiel von mir will. Das kann ich jetzt. Ah, okay. Und jetzt kann ich das da dagegen werfen? Ne, kann ich nicht. Okay. Ja. Aber nochmal. Lisa, schön, dass du hier bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist fit. Ich begrüße dich und ich begrüße auch deine versauten Begrüßungen. Oh, so werfe ich die. Nicht versaut, du weißt, was ich meine.
Ich bin von Chat gewohnt, dass er thirsty ist. Wo schießt du hin? Brudi, was ist da los? Also warte mal, so kann ich schießen. Ah, okay, I got it. Oh, und jetzt wehrt das Ding sich wahrscheinlich auch noch. Ach du Scheiße. Wir sind immer so freaky Games. Ich bin selbst manchmal überrascht, was ich da alles finde. Rip off his legs. Oh. Werde ich. Aber könnte man die Minikäferfreunde da einfach da rumziehen. Okay. Und jetzt. Ich habe nicht mal realisiert, wann ich Schaden bekommen habe. Press RB next time to use your consumable. Okay. Fight again. Ups, fight again. Darf ich nochmal? Don't you know how to kill insects? Rip off its legs. Use consumables whenever you need help. Ja, aber warum kriege ich Schaden? Was soll ich dagegen tun? Ich muss ihn vorher stunnen wahrscheinlich, damit ich die, oh, I get it. Ich muss da treffen, das wäre ein Vorteil. Ja, okay. Du bist halt sehr verletzlich. Ich find's auch ein bisschen weird, ne? Ah, es ist das zweite Game heute Abend, wo einfach so viel Potenzial in allem steckt, aber das Gameplay so gefühlt nicht zu Ende gedacht ist. Aber vielleicht hat man nicht auch so mitten ins Game geworfen und man würde quasi in einem ausgiebigen Tutorial mehr darüber lernen. Also, wie läuft es mit der Souls-Reihe? Soweit so gut. Wir haben jetzt Dark Souls 1, knapp 80% der Achievements, also Prepare to Die Edition, 80% der Achievements. Und müssen aber dann das Game noch mindestens anderthalb Mal durchspielen, um die ganzen besonderen Waffen freizuschalten. Aber es läuft ganz gut. Versaut, das geht schon schlimm und das weißt du, ich weiß. Bin nur charmant, ich weiß. Vielleicht kann ich einfach nicht gut mit Komplimenten umgehen. Vielleicht liegt es daran. Nee, ich mache echt nur Spaß. Also ich finde das sehr charmant. Sehr, sehr, das Wort, das ich suche. Sehr, ja, vielleicht nicht in die, Explosionsfässer reinlaufen. So. Schmeichelnd, das Wort. Sehr schmeichelnd. Ah, guck mal, da kommt noch diese. Aber ich kann mich ja heilen, ne? Mit R. Okay. Oh, what the. Was passiert? Okay. Ich habe nicht ganz verstanden, was gerade passiert ist. Don't you know how to kill insects? Rip off its legs. I have to grip and. Das macht mir Schaden. Ich muss sogar darauf achten, wenn ich die Fässer auf ihn. Okay. Auf ihn drauf jiete. Dass ich dann nicht. Okay. Von der Explosion selber getroffen werde. Kann ich dann die. Ich sag mal, an den Beinen so ein bisschen rumnagen und dann einfach wieder gehen und dann bleibt der Fortschritt? Ich weiß es nicht. Nee, das nicht.
heilen? Ich muss mal gar nicht so viel grabben, wie ich denke. Ich glaube, selber klärt einfach nicht gut, was es von einem will. Ja, komm schon. Okay, das war ein bisschen sehr riskant jetzt, sich da rein zu jitten. Oh, ich hatte schon einen dabei. Heilkristalle. Noch ein Heilkristall. Das wollte ich nicht, aber auch eine Möglichkeit. Aus Bein rausreißen. Kommt zum AOE. Oh, zwei Heilkristalle nehme ich gerne. Okay. Und ich werfe mir das eigene Bein ins Gesicht. Und er lebt trotzdem noch. Okay. Da war jemand drin. Warum grinsen wir so dumm? Oh, da war jemand drin. Nice. The fuck? Wait, ist das das komische Babyvieh aus... War das ein Baby? Das ganze Game ist unglaublich inspiriert von Akira angeblich. Angeblich, anscheinend. Zero can no longer see this zone. Don't forget to take the heart. Nimm the heart. Nimm the heart. Wir können springen. Wir können springen. Und jetzt in den Teleporter zurück. Abgefahren. Aber lass mich raten, das war die Demo jetzt. Ja. Ah. Guck mal, wie fucking visuell beeindruckend dieses Spiel ist. Der Artstil ist einfach... Guck dir das an. Allein das ist schon... Ich sehe sowas, denk mal, ja, das möchte ich spielen. Ich bin überzeugt. Und dann spielst du es für 10 Minuten, denkst du so, ah... But why though? Warum ist es so, wie es ist? Also, wie soll ich sagen, es ist Grafik und Sound und Musik, Hammer, gar keine Frage. Fuck it, wir gehen sofort in den Review-Part über. Ich muss meine Gedanken frisch niederschreiben. Was ist denn da? Mal gerade mich Musik dazu an. Nicht sowas. Brauch was Pumpendes. Von mir aus. Also. Ich sehe, wie das, was wir gerade gespielt haben, wo da drin irgendwo ein richtig gutes Spiel steckt. Wo da richtig. Weiß nicht, auf einem Level von einem Hotline Miami, sag ich mal, ne? Wo einfach der Grafikstil stimmt, wo die Musik stimmt, wo die Story stimmt, wo alles einfach griffig ist. Aber so kurz vor dem Ziel, nicht mal, aber die ganzen Einzelteile sind da, aber sie greifen nicht zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, es liegt zu großen Teilen daran, dass einfach die Steuerung, das Spiel und was das Spiel von dir will, einfach nicht gut erklärt wurde. New Flop, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön, Dankeschön. So, deswegen schreiben wir jetzt hier
Ripper-Demo. Den Link zu Steam noch, wie immer. Ups. Das war Hunt the Night. Hier ist Ripper. Link dazu. Oi. Spielzeit, das war jetzt halbe Stunde circa. Spielzeit circa 30 Minuten. Gameplay, fuck it, ich muss ganz ehrlich sein. 3 von 10. Tut mir leid. Ich kann nicht anders. Das sind einfach nur 3 von 10. Es ist einfach nicht mehr. Visuelles 8 mindestens. Sounds ebenfalls 8. Gripper ist ein weirdes Game. Weird. Klein, aber bitte. Weirdes Game. So viel Style. Gute, richtig gute Musik. Allgemein einfach eine mega Präsentation. Aber Gameplay technisch weiß ich einfach nicht, was das Spiel von mir will. Vielleicht wird in der Demo, in der kurzen Demo nicht ausgiebig genug erklärt, was wir, nicht nur vielleicht, warte mal, das stimmt gar nicht, in der kurzen Demo wird einfach nicht ausgiebig genug erklärt, was wir da eigentlich gerade spielen. Ich weiß selber nicht, was haben wir gerade gespielt? Like ein motorradbasierendes Ausweichröhrenspiel. Sag mal so, 50% frustrierendes Thumper-like ohne ohne Rhythmus Elemente ist das erste H, vergesse ich immer, oder? Rhythmus. Komisches Wort. Dankeschön, Toya. Wie geht's dir? Hi! Dialoge waren halt nicht hilfreich. Du wirst einfach von KitKat weiterbelebt und in diesem Moment die Story erklären will, ist einfach Spiel jetzt. Das mag ich ja eigentlich. Wenn man so ins Spiel reingeworfen wird. Aber es hat versucht, Story zu zeigen, hat es aber nicht wirklich. Es hat versucht, Steuerung zu erklären, hat es aber nicht. Es ist so,
Oh, frustrierendes, Dankeschön. Müd immer und überall. Oh no. Wieso müde? Es ist Zeit für Schlaf hier vielleicht. 12 Uhr nachts so. Wird nicht besser? Oh Gott, ja. Frustrierendes. Ich schreibe es einfach neu, ne? So ist besser. Frustrierendes Thumper-like ohne Rhythmuselemente. 50% Top Down. Was haben wir da eigentlich gerade gespielt? Top Down. Motorrad Renn Shoot Game mit Grapple Kampfsystem. Ich weiß es doch auch nicht. Punkt. Ich will das Game echt mögen können. Da ist sehr viel Potenzial. Wirklich. Aber die Demo war einfach nur wirr. Zack. Das ist mein Review dazu. Sorry, Mr. Entwickler. Aber like, what the fuck? Ja, aber in die Welt einfach reingeworfen zu werden, ist eben was anderes. Richtig, wie du sagst, die machen sich halt die Mühe, was zu erklären zu wollen und machen es dann doch nicht. Richtig. So, entweder du gibst mir halt so, oder anders nochmal, du triffst eigentlich den Nagel auf den Kopf, die fangen an, dich zu informieren über Dinge, geben dir aber genau nur den Inhalt einer Information oder den Anteil einer Erklärung, der eigentlich irrelevant ist, und den essentiellen Teil lassen sie weg. Ne? Du kriegst halt Briefe von deinen Eltern, okay. Jetzt mal, warum 20? 3 hätten auch gereicht, ne? Und dann so, okay. Warum besteht die Welt aus Rohren? Warum sind wir auf dem Motorrad? Warum? Einfach alles. Das ist Review, warum von 10. Ist egal. Ich bin eigentlich hauptsächlich so angepisst. Weil da sehr viel Geiles drinsteckt. Richtig viel Geiles. Wäre das Game jetzt einfach nur Dreck von Anfang bis Ende, dann wäre es egal. Dann, ja, ist halt ein doofes Spiel. Aber das da war so von Grund auf frustrierend. Ah! Ich brauche Wasser. So. Durchatmen. Winter, Mark, einatmen, ausatmen. Alles gut.